1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Und die beginnt bei uns immer mit einer freien Themennacht, einer offenen Show. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Nummer, kostenfrei 0800 220 50 50. Oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer unbedingt auch rein. So, der erste Anrufer heute Nacht ist 16 Jahre alt und heißt Tobias. Hallo Tobias. Hallo Domian. Hi. Um was geht's bei dir? Und zwar ist meine Mutter ist stark Alkoholikerin. Mhm. Und ja, ich das letzte Mal eben vor 4 Jahren gesehen. Vor 4 Jahren? Nee, 2,5 Jahren, Entschuldigung. Ja, immerhin. Vor 4 Jahren haben sich meine Eltern getrennt. Ja. Und seitdem habe ich eben halt keinen Kontakt mit ihr mehr. Und in letzter Zeit habe ich allerdings den Wunsch gepflegt, eben, sagen wir, sie ist ja aufgekommen, wieder mit ihr in Kontakt zu kommen. Verstehe. Bei wem lebst du? Bei deinem Vater? Ja, bei meinem Vater und seiner Freundin. Ja. Das ist so eine Art Patchwork. Hast du Geschwister auch? Nee, ich bin Einzelkind. Ja. Und wie kommt das, dass du... Was piepst da im Hintergrund immer? Hörst du das auch? Ich höre nichts. Ja, okay. Ist auch egal. Wie kommt denn das, dass du 2,5 Jahre keinen Kontakt zu der Mutter hattest? Ja, und zwar am Anfang wollte ich auch keinen Kontakt mit ihr, weil sie mir sehr weh getan hat. Was hat sie denn getan? Ich am Anfang, also meine Eltern haben sich etwa vor 4 Jahren getrennt. Mhm. Am Anfang habe ich noch bei ihr gewohnt. Mhm. Und da hat sie den ganzen Tag auch gesoffen. Wirklich nur permanent nur gesoffen. Mhm. Keine Rücksicht genommen. Hat sich kaum um mich gekümmert. Und hat, hat gelogen, nur damit ich länger bei ihr bleibe. Mhm. Und also du hast das ganze Elend dir mit angucken müssen, wenn jemand Alkoholiker ist. Ja, und ich habe es mir teilweise schon aus der Ironie fast schon zum Spiel gemacht, sind die Schnapsflasche und Kipsel weg. Mhm. Das hat mich auch sehr geschockt gehabt, als ich mal eine Wodkaflasche gefunden habe und die dann weggegossen hat und sie hat angefangen zu heulen. Mhm. Ist sie auch gewalttätig geworden dir gegenüber? Hat sie dich mal geschlagen? Hat sie nie getan. Hat sie nicht getan. Die war nur dann, die hat geweint, als du den Wodka weggeschüttet hast. Genau. Mhm. Was weißt du, was mit ihr in den letzten 2,5 Jahren passiert ist? Wie sie lebt, was sie gemacht hat? Hast du irgendwelche Informationen? Ja, also das letzte Mal hatte ich sie gesehen eben beim Gerichtstermin der Scheidung. Hm. Und ja, am Anfang hat sie noch regelmäßig Briefe geschrieben. Hm. So alle 4 Wochen ungefähr. Ah ja. Und dann kam irgendwann ein Brief, also sie hat auch, das muss ich jetzt nur erklären, sie hat einen Freund kennengelernt, ja, der ebenfalls starker Alkoholiker ist. Und sie ist dann am Ende mit ihm zusammengezogen. Ach du lieber Gott. Hast du denn zurückgeschrieben auch? Ich habe nie zu ihr zurückgeschrieben am Anfang, weil ich einfach viel zu sehr verletzt war und... Mhm. Und auch nie telefoniert? Nein. Nee. Das heißt, de facto, du weißt nicht, wie es ihr geht im Moment? Nein, also vor ein paar Monaten war mein Geburtstag, da hat sie eine kurze Karte geschrieben, mhm, aber... eine total verkrickelte Handschrift und noch nicht mal geschrieben, wie es ihr geht oder so. So, aber jetzt beschäftigt dich dieses Thema sehr, die Mutter. Ja, und genau, weil ich habe jetzt halt eben so eine Art Stiefmutter, mhm, aber wir sind von Grund auf verschieden. Mhm. Ich komme mit ihr nicht so wirklich klar. Du überlegst, Kontakt wieder aufzunehmen mit deiner Mutter? Ja, aber ich habe Angst davor, dass wieder, also es nach der Scheidung, sie kam nicht damit klar, dass eben mein Vater sich von ihr getrennt hat. Mhm. Da hat sie Terror eben gemacht. Mhm. Also sie ist dann zum Beispiel, wir wohnten am Anfang noch in der gleichen Stadt noch, mhm, ist sie nachts, hat sie bei uns angeklingelt und wach gemacht. Oh je. Mhm. Und mit Telefonanrufen bombardiert. Mhm. In der jetzigen Familie, in der du ja da lebst, mit deiner Stiefmutter, nennen wir sie mal so, ist das... Geht das so eben oder ist es eigentlich sehr unangenehm für dich? Es ist schon relativ unangenehm für mich. Also warum? Was ist da los zwischen dir und der Stiefmutter?
Ja, also sie ist zum Beispiel so, alles muss bei ihr immer total der Ordnung entsprechen und sie hat so ungefähr so immer so, will sie immer die Kontrolle haben. So. Streitet ihr viel? Ja, eigentlich fast täglich haben wir immer unsere Meinungsverschiedenheiten. Und wie verhält dein Vater sich da in dieser Lage? Ja, also einigen Dingen stimmt er mir auch zu. Also mein Vater, muss ich sagen, ist der beste Vater der Welt, den man sich als Kind nur wünschen kann. Aber er hängt wahrscheinlich auch zwischen den beiden Stühlen. Das ist die Frau, die er liebt, und da ist der Sohn, den er liebt. Ja, er hat mir auch schon mal erzählt, dass in letzter Zeit auch passiert ist eben, dass er sich eben stark auf mich eingesetzt hat, aber dass zwischen den beiden dann auch schon zum Konflikt gekommen ist. Was würdest du dir davon versprechen, jetzt Kontakt aufzunehmen mit deiner Mutter? Das ist ja das Kuriose. Also ich vermisse sie, aber ich weiß, dass sie mich wahrscheinlich dann wieder verletzen wird. Also. Da ich meine Stiefmutter nicht so als Mutterperson so ansehe. Also wenn jetzt in dieser neuen Familie, in der du lebst, wenn das alles richtig rund laufen würde, würdest du nicht auf die Idee so sehr kommen, wieder Kontakt aufnehmen zu wollen mit deiner Mutter? Ich denke nicht. Ja, verstehe. Das ist ungefähr so wie bei diesem Experiment mit dem Affen und der Drahtmutter. Der Affe ist immer wieder zur Mutter zurückgekehrt. Ja. Was, wenn du sagen solltest, was war die schlimmste Verletzung, die deine Mutter dir zugefügt hat? Es sind so viele Sachen passiert. Also ganz schlimm fand ich, als sie erfunden hatte. Also es war, ich hatte entschieden, dass ich zu meinem Vater ziehe, nach ein paar Monaten. Dann hatte sie am Tag, an dem ich gehen wollte, gesagt, ja, dass sie Krebs hätte und nicht mehr lange zu leben hat, was sich aber als Lüge rausgestellt hat, nur damit ich bei ihr bleibe. Da war die Welt für mich erst. Verstehe. Unten gewesen. Da gerät man erstmal in Angst und Schrecken, wenn die Mutter Krebs hat. Und wenn man dann rauskriegt, dass das nur gelogen war, ja, ist das natürlich alles sehr schlimm. Wie hast du das rausgekriegt, dass das nicht stimmte? Es war ganz einfach. Wir haben sie ins Krankenhaus geliefert, also sind ein paar Freundinnen von ihr auch gekommen, weil ich natürlich sofort helfen wollte und alles. Und als sie ausgenüchtert war, hat sie auch gesagt, ja, stimmt nicht so. Und als sie das erbockt hat, meinte sie auch, ja, so als Ausrede für den Alkohol. Ja. Mensch, da warst du 14 oder sowas, ne? Als das passiert ist. Ja, 13, 14. Das ist natürlich super, super krass, in dem Alter solche Sachen mitmachen zu müssen. Ja, es ist für mich auch nicht selbst gewesen. Also ich habe auch ADHS. Und das hat sich dadurch eben, also ich, wie gesagt, auch immer Aufmerksamkeit auch immer gebraucht. Ja, verstehe. Die ich nicht so wirklich hatte. Tobias, ich glaube, jeder Mensch hat Verständnis dafür, dass man eigentlich Kontakt zu seiner Mutter haben möchte. Das ist nun mal deine Mutter. Da gibt es ja gar nichts dran zu reden und zu zweifeln. Andererseits ist es die Hölle, wenn die Mutter oder wenn ein Angehöriger, in deinem Fall die Mutter, schwerste Alkoholikerin ist. Sie hat auch, was auch noch eine sehr schlimme Sache war, also sie hat ungefähr sich mal versucht aufzuhören. Ja. Sie schafft es nicht. Und einmal hat sie, und zwar sollte ich sie am einen Wochenende nach 5 Wochen besuchen, einen Tag vor aus der Klinik abgenommen, um ihren Alkoholikerfreund zu besuchen. Das habe ich jetzt nicht verstanden, den letzten Satz. Das war vor 3 Jahren war das. Ich sollte sie ursprünglich am nächsten Wochenende damals besuchen. Ja, und dann? Ist sie einen Tag vorher abgehauen, um ihren Alkoholikerfreund zu besuchen. Ach so, die ist abgehauen, das hatte ich nicht verstanden. Nicht zurückgekehrt. Weißt du, Tobias, besteht die Hoffnung? Und das, also nee, ich muss anders fragen. Es gibt eigentlich kein Anzeichen im Moment, dass sie in einer Klinik ist oder war und dass sie trocken ist. Sie war eine, aber sie ist garantiert nicht trocken. Im Moment, du hast die Vermutung, dass sie wieder voll in der Gosse hängt, auf Deutsch gesagt. Ja. Und ich glaube so nicht, dass wir da jetzt wieder rauskommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, so hart das auch ist, solange deine Mutter nichts unternimmt und sich nicht ändert, ist es vielleicht sogar für dich sehr gut, wenn du keinen Kontakt zu ihr hast. Weil du hast es schon richtig formuliert. Es wird wieder schlimm, es wird wieder traurig und du wirst wieder verletzt in irgendeiner Form. Das Ganze hat erst eine Chance, wenn sie ihr Leben verändert. Wenn sie es wirklich schafft, wenn sie in eine Klinik geht und danach trocken ist und ganz anders lebt, dann habt ihr wahrscheinlich auch erst wieder eine richtige Chance miteinander. Vorher nicht. Ja, und insoweit war ich auch selber auch in psychiatrischer Behandlung.
ich war insgesamt 4 Monate stationär. Oh weia. Das heißt? Es war jetzt allerdings auch kombiniert dann auch mit dem ADHS. Mhm. Und danach auch noch monatelang auch noch ambulant. Mhm. Jede Woche. Also, das heißt, du bist da auch ziemlich angeschlagen mit deinen 16 Jahren. Und ich würde mich diesem Stress nicht aussetzen. Viel wichtiger finde ich, dass ihr einen Weg findet in eurer jetzigen Familie, dass du da einigermaßen über die Runden kommst. Denn das ist ja die Hauptsorge, glaube ich, die dich umtreibt. Natürlich die Sorge auch um die Mutter, klar. Aber das ist ja dein Lebensumfeld im Moment. Ich würde gerne mal dieses Gespräch, was wir gerade führen, hört im Hintergrund meine Psychologin mit. Ich würde gerne, dass du mit ihr weiterredest. Und sie soll dir mal einige Möglichkeiten sagen, das weiß ich nicht, was man da vielleicht in Form einer Familienberatung, einer Gruppenberatung machen könnte, dass ihr ein etwas friedlicheres Nebeneinander hinbekommt. Wie du das, also dein Vater ist dir ja sehr zugetan, hast du mir gesagt. Ja. Meinst du, dass deine Stiefmutter sich auch vielleicht auf sowas einlassen würde, mal gemeinsam zu einer Beratungsstelle zu gehen? Ja, es ist ja nicht so, dass sie sich nicht um mich kümmert, so, aber es sind eben vom Grund auch verschieden. Verstehe. Ja, aber das ist doch schon mal. Also du meinst so, eigentlich mag die dich schon, aber ihr kommt nicht miteinander klar. Ja. Gut, das ist ja schon mal eine gute Sache. Das heißt, so ein Grundfundament hat man. Und sie liebt deinen Vater und sie weiß, dass dein Vater dich liebt. Ja. Also sind da schon mal ganz gute Flöcke in der Erde. Da muss man nur irgendwelche Mittel finden, dass ihr einigermaßen euren Alltag hinkriegt. Und das würde ich dir gerne jetzt von einer Fachfrau beraten lassen, erklären lassen, die Simone, die meine Psychologin heute Nacht ist. Mhm. Ja, ich würde die Finger erstmal von Aktivitäten fernhalten, deine Mutter zu treffen. Ja. Ich glaube, wenn die auf dem richtigen Weg ist, meldet die sich sowieso. Und es ist traurig genug, dass die es nicht schafft, wo sie auch einen netten Jungen, einen netten Sohn hat, ihr Leben richtig in den Griff zu kriegen. Das ist schon sehr traurig. Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Mhm. Aber sie ist immer noch meine Mutter. Sie ist immer noch deine Mutter. Vielleicht werden Zeiten kommen, wo du auch ein bisschen stabiler bist, wo du dann doch nochmal überlegen solltest, mit ihr in Kontakt zu treten. Aber im Moment, auch in Anbetracht deiner Krankheitsgeschichte, wäre ich da erstmal vorsichtig. Was sagt denn dein Vater eigentlich? Was rät der dir denn? Ja, mein Vater meint auch, dass er es nicht so wirklich gut hält. Aber er meint, wenn ich will, dass ich Kontakt aufnehme, soll ich Kontakt aufnehmen. Das finde ich eine gute Einstellung, dass er dir das überlässt, was du machen sollst. Nur er ist natürlich auch voreingenommen, das ist völlig klar. Völlig klar, naja, sicher. Nach all dem, was geschehen ist. Ja. Tobias, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Simone, das ist meine Psychologin, die ruft dich zurück und dann könnt ihr mal in Ruhe beraten, was man da vielleicht so für Methoden anwenden kann, okay? Ja, und kann ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann sagst du der Simone deine Anschrift und dann schicken wir es dir. Und noch großes Lob an deine Sendung, die ist echt klasse. Sehr nett, freut mich, dass du sagst, Tobias. Tschüss. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, heute sind wir offen in unseren Themen. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen ist wieder Themennacht und morgen heißt unser Thema Eitelkeit und Ehrgeiz. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die extrem eitel sind, die modesüchtig sind, die vielleicht ein irres Geld für Kosmetika ausgeben oder schon irres Geld ausgegeben haben für Schönheitsoperationen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die unbedingt im Rampenlicht stehen wollen oder die für ihre ehrgeizigen Ziele fast alles oder auch alles tun würden, die unbedingt ganz nach oben wollen, in welchem Bereich auch immer. Eitelkeit und Ehrgeiz, unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr, könnt ihr ja immer anrufen, da sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Und ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Eitelkeit und Ehrgeiz, unser Thema morgen. Sarah ist hier. Sarah ist 22. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Also ich bin seit 6 Monaten mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wie alt ist er? Er ist ein Jahr älter, 23. Ja? Ja, und dadurch habe ich auch erfahren, dass gleich am Anfang, dass er eine dunkle Vergangenheit hat mit Drogen. Mhm. Und die Drogen hat er sich dadurch finanziert, indem er als Callboy gearbeitet hat. Oh. Das war schon hardcore, ne? Ja, für mich auch, ja, sehr schlimm. Also Drogen, das heißt dann schon auch die härteren Varianten, Kokain? Ja,
Heroin, ja, so. Heroin auch. Mhm. Ja. Ja, und ich habe total Angst davor. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dass er vielleicht eventuell schwul ist, aber dann wäre er ja nicht mit mir zusammen. Er sagt mir ja auch, dass er mich sehr liebt und ich merke das ja auch selber. Mhm. Nur, dass er auch vielleicht bisexuell ist und ich habe da total Angst vor, dass ich ihn dann an einen Mann verlieren könnte. Ja, weißt du, was ich jetzt im allerersten Moment gedacht habe, was meine Sorge ist, ja, dass der Bursche gesund ist. Ja. Das ist erstmal meine Sorge. Ob der nun bisexuell ist, da können wir gleich mal drüber reden. Finde ich nicht so schlimm. Hat er dir gesagt, dass er sich richtig durch hat checken lassen beim Arzt? Hat er einen AIDS-Test machen lassen? Ja, das hatte er gemacht letztes Jahr noch. Und da war alles in Ordnung, sagt er. Aber auch kurz vorher, bevor wir uns überhaupt, also nach unserem ersten Date, da hatte er wohl auch noch auf einer Insel gearbeitet. Und wo hat er gearbeitet? Auf einer Insel? Ja, einfach Gran Canaria. Ach so. Mhm. Und da ist ja eigentlich so auch mit so die schwulen Metropole überhaupt. Mhm. Und da hatte er noch gearbeitet und wohl auch noch so sexuellen Kontakt gehabt. Also, so, und danach hat er sich nicht nochmal untersuchen lassen? Nein. So, das ist jetzt das allererste, was du verlangen, wo du ein gutes Recht zu hast. Ja. Wenn ihr miteinander schlaft, schlaft ihr hoffentlich geschützt? Ja, doch, das auf jeden Fall. Okay, aber dennoch, jetzt sind 6 Monate vergangen, das ist eine gute Zeit. Mhm. Dann soll er nochmal zum Arzt gehen und sich rundherum alles durchprüfen lassen. Ja. Finde ich, ist für ihn gut und das kannst du als Partnerin auch erhoffen. Ja. Das heißt, der hat bis kurz bevor er dich kennengelernt hat, als Callboy gearbeitet. Das weiß ich nicht so genau, weil bei dem Thema, da werde ich leicht wütend und möchte das auch eigentlich gar nicht wissen. Nur klar, das spukt ja jetzt immer in meinem Kopf herum. Ja, aber ist doch so, wenn er da auf der Insel war, dann das war ja kurz, bevor ihr euch dann kennengelernt habt. Ja, genau, kurz danach. Und er hatte halt gedacht wohl, dass das mit uns eh nichts wird. Ach so, da wart ihr schon kurz zusammen. Ich verstehe. Ah, ja. Ja, genau. Ja. Also da hatten wir unser erstes Date. Ja. Es wird nichts mit uns und dachte wohl, wollte sowieso ein neues Leben dort anfangen. Und wie lange hat er das denn gemacht? Weißt, sagt er da, erzählt er da was drüber? Ich weiß es nicht genau, eventuell 2 Jahre. Mhm. Aber das, okay, wenn er es halt gemacht hat vor einigen Jahren, dann ist es halt so passiert, da kann man ja auch nichts rückgängig machen. Nur, dass er halt dann noch Kontakte da hatte, als wir eigentlich uns schon kennengelernt haben. Ist auch ein bisschen heftig für dich, ne? Ja, genau. Mhm. Und da habe ich halt immer noch so ein bisschen Auch Angst, dass er das nochmal jetzt auch tun könnte? Ja, dass er eventuell doch denkt, dass er doch mehr zu Männern hingezogen ist als zu Frauen. Dass er es irgendwann mal... Ja, wobei das hat ja unter Umständen gar nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern damit, dass er damit die schnelle Mark verdienen kann. Ja. Da hätte ich auch ein bisschen Sorge. Aber im Moment glaubst du, dass er nichts heimlich macht? Nein, das glaube ich nicht. Hat er denn während der Zeit, als er als Callboy gearbeitet hat, auch noch einen normalen Beruf gehabt? Nee, zu der Zeit gar nicht. Er hat voll davon gelebt? Ja. Hat er viel Geld verdient? Erzählt er darüber? Nein, ich möchte eigentlich auch nichts darüber wissen, weil, und wenn ich ihn jetzt darauf anspreche, er mag das selber nicht hören, weil er fühlt sich jetzt so gut wie noch nie mit mir. Ja. Und das war halt selber auch für ihn, sagt er, eine blöde Zeit. Und hat er denn ausschließlich Männer bedient oder auch Frauen? Nein, nur Männer. Nur Männer. Mhm. Ja. So, jetzt aber zu deinem Grund, zu deiner Grundangst, dass er eventuell schwul oder bisexuell sein könnte. Ja. Schwul wird er wohl nicht sein, sonst hätte er sich jetzt nicht auf dich eingelassen. Ja. Wie ist er denn so im näheren Kontakt? Ist er sehr zärtlich? Ist die Sexualität leidenschaftlich? Ja, perfekt. Perfekt. Eigentlich. Also ich merke auch, dass er mich liebt und er sagt es mir auch. Und ich weiß auch, dass ich die Einzige bin, die er jemals geliebt hat. Und ja, mit Frauen hatte er sowieso nicht so viel Glück gehabt und auch nicht viele Beziehungen hinter sich. Weißt du, Sarah, selbst wenn er bisexuell wäre, finde ich das völlig wurscht. Du kannst ihn auch an eine Frau verlieren, so wie du ihn, du kannst ihn einfach an einen anderen Menschen verlieren. Entscheidend ist, dass der dich liebt. Wenn der bisexuell wäre, heißt das ja noch lange nicht, dass er dadurch sich wegorientiert von dir. Weißt du? Ja. Dann könntest du auch Angst haben, wenn er rein heterosexuell ist, dass er dann auch nochmal andere Frauen haben will. Ja, aber dieses wäre mir lieber, als wenn ich dann wirklich irgendwann erfahren müsste, dass er dann da mit einem Mann glücklicher sein will, wird oder so. Pass mal auf, ich glaube, wenn der, nehmen wir mal an, der wäre durch und durch bisexuell. Mhm.
Und der wird sich richtig in dich verlieben. Dann interessieren den auch keine Kerle. Dann interessiert den seine Frau, nämlich seine Freundin. Ja. Dich. In dem Moment, wo der sich irgendwas sucht, ist so schon ein Riss in der Liebe drin. Mhm. Hat er denn, ja, ihr redet da nicht so viel drüber, hat er denn vor dieser Callboy-Zeit mal irgendwas so privat mit einem Typ gehabt? Ja, er hatte wohl mal ein schlimmes Kindheitserlebnis gehabt, dass er da wohl von einem Mann mal irgendwie sexuell angefasst wurde. Oder. Das ist ja dann eine schlimme Erinnerung. Ja, schon. Und er sagte auch, er ekelt sich nicht davor oder hat sich nicht davor geekelt, mit anderen Männern zu schlafen. Mhm. Es war auch, er ist selber nicht stolz darauf. Ich habe schon mit vielen Jungs, mit vielen Callboys gesprochen, die in der schwulen Szene arbeiten. Ja. Die viele, viele, viele Männer bedient haben, die aber nicht schwul sind, die auch nicht mal bisexuell sind, die das rein des Geldes wegen gemacht haben. Ja, das sagt er mir auch. Ja. Aber ich habe halt diese Panik. Ich male mir dann auch die schlimmsten Bilder überhaupt aus. Und würde ich mich erstmal ein bisschen runterfahren an deiner Stelle. Entscheidend ist, dass du ein gutes Gefühl hast zu eurer Liebe. Ja. Dass das gut läuft zwischen euch beiden, dass es innig ist, dass es sexuell auch stimmig ist. Dann würde ich mich da nicht so reinsteigern in so eine Angst, der könnte eventuell bisexuell sein, da könnte ein anderer Mann kommen. Es kann zu jeder Zeit auch eine andere Frau kommen, Sarah. Weißt du? Es kann, Konkurrenten sind überall, immer da. Ich finde eigentlich ganz wichtig für euch beide, wenn diese Zeit nicht so eine Tabuzone wäre, sondern dass ihr auch anfangen könntet, offen darüber zu reden. Das würde dir gut tun letztendlich, weil du dann viel mehr Informationen bekämst. Mhm. Und ihm vielleicht auch, weil das irgendwie ein dunkles Kapitel in seinem Leben ist und er das dann auch besprechen könnte. Wenn das irgendwie ginge, ich würde versuchen, das nicht zu einem Tabubereich werden zu lassen. Das ist nicht gut für eure Beziehung. Warum ist er eigentlich damals in dieses Milieu reingerutscht? Weißt du, das weißt du auch nicht. Ja, warum? Er hatte wohl damals jemanden kennengelernt, der ist bisexuell gewesen oder ist immer noch. Mhm. Und er sagte auch, er sieht gut aus und warum solle er das nicht machen? Und dann ist er auch wohl, hat er es wohl auch ausprobiert. Und er sagte auch, er hat es auch ausprobiert in diese Szene, genau wie die Punk-Szene oder Rock-Szene oder so. Und das war wohl auch, er ist so ziemlich neugierig auch und das hat er wohl auch nur so ausprobiert. Was macht er denn jetzt beruflich? Ja, jetzt hat er einen Job. Mhm. Und durch mich auf jeden Fall ist irgendwie sein Leben auch besser geworden, positiver. Er ist weggezogen in die Stadt und ja, dadurch hat er mir es auch schon bewiesen halt. Ja, genau. Ich vermute ja, dass er dann, wenn er so richtig Vollzeit als Callboy gearbeitet hat, hat er auch sehr viel Geld verdient. Ja. Siehst du das, dass er so schon reich ist, dass er eine tolle Wohnung, tolle Sachen, ein tolles Auto oder sowas hat? Nee, das ging wohl alles nur für die Drogen. Jetzt, er hatte eigentlich nichts, als wir uns kennengelernt. Achso, es ging alles drauf für die Drogen. Ja. Was ist denn eigentlich dann mit den Drogen zurzeit? Ist er davon komplett weg? Ja, auf jeden Fall. Das hat er so einfach so geschafft? Ja, der nimmt gar nichts mehr. Es interessiert ihn wohl auch nicht. Also er ist wirklich schon nur Feuer und Flamme für mich. Mhm. Und ja, die Drogen, das ist überhaupt kein Thema. Wie lange er insgesamt Drogen genommen hat, weißt du auch nicht? Schon ich weiß auch nicht genau, wann das anfing, aber einige Jahre. Einige Jahre, mhm. Ich bin, ich sag dir noch ein paar Sachen. Also nochmal die Sache mit der Gesundheit, finde ich, solltest du nochmal ganz klar darauf bestehen, dass er sich nochmal untersuchen lässt. Ja. Ist ja eine Blutuntersuchung und das ist ja nicht kein großer Aufwand. Ja. Ich bin so ein ganz klein bisschen skeptisch. Ich will dir das nicht, ich will dir nicht zu viel Misstrauen in den Kopf reden, dass das so von heute auf morgen vorbei war mit den Drogen und dass es von heute auf morgen vorbei war mit seiner Callboy-Arbeit. Ja. Sowas gibt es. Aber trotzdem hat man so ein bisschen scharfes Auge auf ihn. Ja. Denn da er darf auf keinen Fall irgendwie ein heimliches Spiel nebenher noch zu dir spielen. Nee, also da muss ich auch noch sagen, ich meine, wir sehen uns jeden Tag und er ist ja auch in eine Stadt gezogen, wo er niemanden kennt außer mich.
Ja. Und ja, also da denke ich schon, also er nimmt keine Drogen mehr, das weiß ich auch hundertprozentig. Und irgendwelche Männergeschichten wird er wohl auch nicht machen, weil ich meine, wann sollte er sich denn mit irgendwelchen Männern treffen? Ja. Erstens kennt er hier niemanden und zweitens bin ich immer mit ihm. Vielleicht ist es auch ein großes Glück für ihn, dass er dich getroffen hat. Und er hat das gesehen als Chance, wirklich ein neues Leben anzufangen. Ja. Wenn das so wäre, ist das natürlich eine wunderbare Geschichte, auch eine gute Grundlage für eure Liebe. Ja. Also Sarah, mach dir mal nicht so den Kopf mit der Bisexualität oder dem Schwulsein oder so. Das ist nicht das Problem. Das glaube ich nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass der dich liebt, dann liebt er. Und nur eure liebt er dich und nur eure Liebe zählt. Ja. Ja, und geht mal oder schick ihn mal zum Arzt nochmal. Wird er sicher auch wollen. Ist doch für ihn auch ein gutes Gefühl, wenn er sich nochmal durchprüfen lässt. Ja. Ne? So. Wenn irgendwas ist, meldest du dich nochmal. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Boris. Hallo Boris. 28. Ja, hallo Domian. Hallo Boris. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Und zwar meine Freundin, die hat sich versucht, schon dreimal umzubringen. Mhm. Warum? Sie hat Depressionen ganz starke. Mhm. Und ja, die hat auch Panikattacken, hat sie. Und ja, mein Problem ist jetzt eigentlich nur, ich weiß nicht, wie ich da damit umgehen soll. Mhm. Ich würde sie am liebsten gerne einweisen lassen, aber ich kann es nicht, weil ich mit ihr verheiratet bin. Ja. Die Mutter von ihr ist Alkoholikerin. Ja. Und sie wohnt im kleinen Dorf. Und die ganzen Leute, die wo drumherum wohnen, die wissen nicht, dass die eigene Mutter Alkoholikerin ist. Also die versuchen, also die Familie, die versuchen alles zu vertuschen, dass keiner es weiß, dass sie Alkoholikerin ist. Mhm. Und das geht noch, das ist äußerlich nicht so auffällig. Äußerlich ist es nicht so auffällig. Also ich sehe es, weil ich komme aus einer intakten Familie, also bei uns ist alles okay. Ja. Und ich sehe es ihr an, weil sie sehr abgemagert ist und keine Ahnung, aber ihre eigenen Geschwister von der Mutter. Ja. Also die Mutter, ihre Schwester, die sieht es nicht. Also die wissen, manche wissen es nicht oder die wollen es nicht wahrhaben. Mhm. Also die vertuschen alles, weil die sind ein bisschen, ja, vielleicht haben die, ist es, weil die mehr Geld haben und die wollen nicht, dass die Außen sehen, was die Probleme die haben. Die wollen eine heile Welt haben, aber die ist nicht so heil. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Drei Jahre. Dreimal versucht, das Leben zu nehmen, sich das Leben dreimal zu nehmen. Dreimal versucht, ganz genau. Wie hat sie das versucht? Das erste Mal hat sie sich... Ich weiß nicht genau, wie viele Tabletten es waren, aber ich weiß so ungefähr, dass es sich immer gesteigert hat. Das erste Mal so mit 5 Tabletten, dann mit 8 Tabletten und jetzt das letzte Mal, das war jetzt am Donnerstag gewesen, mit 12 Tabletten. Also Schlaftabletten oder sowas? Schlaftabletten, genau, und Alkohol. Hat sie es denn immer so gemacht, dass sie irgendwie davon ausgehen konnte, dass man sie findet? Oder war es immer Zufall? Nein. Also das letzte Mal, also ich habe ja auch das so gedacht. Ich habe da auch so meine Skepsis gehabt, dass weil sie es mit 5 Tabletten versucht hatten, habe ich zu ihr gesagt, von wegen, dass sie nicht versuchen soll. Ich bin schon ein bisschen, es war schon ein bisschen scheiße von mir, weil ich ihr manchmal nicht geglaubt habe, dass sie wirklich Depressionen haben. Da habe ich ihr gesagt, so, wenn du es versuchen würdest, dann gibt es andere Wege, das zu machen. Der erste Anteil hat sie mir gegeben, da wollte sie sich mit der Schere versuchen, die Pulsader aufzuschneiden, aber das war mir zu kindisch. Mhm. Und dann hat sie es mit den Tabletten versucht und ich denke mal schon, dass es jetzt das letzte Mal schon so gewollt war, dass sie nicht gefunden wird, weil die Mutter hat sie per Zufall im Bett liegen gesehen und hat sie versucht wach zu machen, aber sie ist nicht wach geworden. Ja. Und ist dann der Krankenwagen gekommen? Nein, das wäre ja schön, dann wäre sie ja eingewiesen worden. Ja, das stimmt. Ding ist, die Mutter hat dann den Vater gerufen und dass der Vater, der weiß, der hält sich normalerweise aus alles raus. Der will nichts davon wissen, der weiß, dass die Mutter Alkoholikerin ist, aber der tut so, als ob es nicht wäre. Der will es nicht wahrhaben. Mhm. Und ich habe sie dann runtergetragen. Die wohnen in einem Haus noch? In einem Haus. Ja, das ist ein Bauernhof, haben die. Ach so. Also, das sind Bauern, das richtige Bauern, sind Dorfbauern. Und die wollen nicht, dass andere Außenstehende ihre Probleme sehen. Die wollen alles heil haben, aber das ist nicht heil, das ist alles kaputt. Ja, also dann hat die Mutter sie gefunden. Und was hat die denn gemacht? Die hat den Vater gerufen, dass der Vater sie runterträgt ins Klo und die Mutter hat ihr den Finger in den Hals gesteckt. Ach du lieber Himmel. Wie verantwortungslos. Ja. Das hätte aber auch ganz, ganz, ganz schlimm enden können. Eigentlich muss man sofort den Notarzt anrufen. Dankeschön. Das habe ich ja auch gesagt. Ich habe mit meiner Mutter geredet darüber, weil ich bin 28 Jahre alt. Also ich bin auch schon mit meinen Alphabeten am Ende. Mhm. Ich bin kein Psychologe. Ich sage auch jedes Mal, sie soll zum Arzt gehen, sich therapieren lassen. Wie alt ist deine Freundin? 31 Jahre. 31 schon? 31, ja. Was macht die vom Beruf? Sie ist Bürokauffrau. Sie ist Bürokauffrau. Ja.
du sagst, sie hat Depressionen. Kannst du das noch konkreter sagen? Oder sagt sie konkret, warum sie nicht mehr leben will? Okay, ich bin 3 Jahre mit ihr zusammen. Also ich mach schon sehr lange damit durch. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt davon anfangen würde, richtig zu erzählen, würde es den Rahmen sprengen der Sendung. Sie hat Panikattacken, hat sie. Sie hat Angst, sich mit anderen Leuten zu verständigen, zu versagen. Sie hat, sie kann nicht auf Geburtstagsfeiern gehen, weil sie Angst hat, auf fremde Leute zu stoßen oder dass sie knallrot wird. Sie kriegt Atemnot, Schweißausbrüche, sie hat Schlafstörungen und es läuft auch in der Beziehung mit dem Sexuellen läuft es nicht so bei uns. Und das ist auch dazu gekommen, weil davor Schluss zu machen mit ihr. Ich habe zu ihr gesagt, das bringt nichts, weil es war vor ein paar Monaten, war bei dir schon mal jemand gewesen, der hat mit einer Freundin zusammengelebt, die war asexuell. Und ich bin 28, normalerweise brauche ich jeden Tag Sex, also was heißt jeden Tag, aber ich könnte schon öfters gebrauchen. Und auf jeden Fall läuft es nicht so, wie es sein sollte. Und ich habe zu ihr gesagt, ich kann es nicht, weil einmal in 3 Wochen, das ist mir zu wenig. Deswegen ist es besser, weil ich sehe keine Besserung. Ich bin seit 3 Jahren mit ihr zusammen und ich sehe keine Besserung. Und vermutlich, wenn es dann passiert, so wie du schilderst, macht sie es dir auch nur zu Liebe. Und ich tue ihr weh und ich mag ihr auch nicht wehtun, ich bin ja dann ein Sadist. Wie so einer, der ich will auch, dass sie ihr Spaß hat dabei. Aber gar nichts, sie wird nicht feucht, gar nichts. Entschuldigung. Kein Spaß mehr. Schafft sie denn mit dieser schwierigen seelischen Situation ihren Beruf überhaupt hinzukriegen? Nee. Sie macht ihren Beruf, sie steigert sich so sehr da rein in den Beruf, dass sie macht sich Gedanken, worüber sich kein anderer Gedanken machen würde. Aber sie geht immer noch jeden Tag hin und das schafft sie. Also meine Frage war, warum will sie nicht mehr leben? Kann man sagen, sie will deshalb nicht mehr leben, weil ihr das Leben... In der ganzen Lebenssituation kommt sie nicht zurecht. Ja, genau, das Leben ihr viel, viel zu schwer fällt und sie keine Freude mehr drin sieht. Gab es irgendwann mal eine ärztliche Betreuung, eine psychiatrische Betreuung? Und zwar hat der Doktor von ihr Hausarzt hat sie zum Psychologen hingeschickt. Sie ist jetzt schon seit einem Jahr dabei. Ach so. Und jetzt am Donnerstag hat sie ja den Selbstmordversuch gemacht. Und ich habe sie dann versucht anzurufen. Die Mutter wollte mir nicht geben, weil sie nicht ansprechbar war. Sie war ja total benommen noch. Und habe sie dann am nächsten Tag gesprochen und sowas und hat sie mir erzählt, von wegen, dass der Doktor, wo ihr Hausarzt, da wo sie zu diesem Therapeuten hingeschickt hat, dass er total schockiert ist, dass sie in diesem Zustand zu ihm kommt, dass sie noch so, dass sie so aussieht, nach der langen Zeit, wo sie schon da ist. Normalerweise müsste sich ja die Situation verbessert haben. Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Wie lange ist sie denn schon bei dem Psychologen? Seit einem ganzen Jahr. Und die Situation hat sich kein Meter verbessert. Ist das ein Psychologe oder ein Psychiater? Psychologe. Ein Psychologe. Psychologe. Aber das sagt mir ja, klar ist, dass da radikal etwas unternommen werden muss. Sie müsste eingewiesen werden. So wie du. Aber ich kann es nicht. Nein, das kannst du nicht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt mit einer Einweisung sein muss, aber... Entschuldigung. Ja, vielleicht. Aber man müsste ja auch ihr eine Brücke bauen. Vielleicht wäre ein neuer Kontakt zu einem guten Psychiater, der auch Psychologe ist, das Ideal. Nimmt deine Freundin, wird die mit Medikamenten versorgt? Im Moment nimmt die so, die hat eine Spritze bekommen. Und jetzt nimmst du so Tabletten, so Antidepressiva nimmst du. Wer verschreibt ihr die denn? Der Hausarzt. Der Hausarzt. Ja, also ich finde, das ist so ein komplexer Fall, wie du ihn geschildert hast. Da müsste sie in gute psychiatrische, psychotherapeutische Hände. Genau, ich müsste normalerweise mittherapiert werden, weil ich komme... Also ich werde schon kaputt langsam. Ja, das Problem ist, wenn man so nah an einer Person dran ist, die ein solches Krankheitsbild hast, wie du es von deiner Freundin beschrieben hast, zieht es dich mit runter und macht es dich mit kaputt. Genau, aber das versteht ja keiner. Ja. Aber ich dachte, warum wohnt sie eigentlich überhaupt noch da in diesem Elternhaus? Warum zieht ihr beiden nicht zusammen? Ja, genau. Also ich denke, die Mutter ist stark Alkoholikerin. Wir waren kurz davor gewesen auszuziehen. Wir wollten ausziehen, die haben eine Wohnung gehabt. Der Vater sagt dann auf einmal, ja, ihr könnt euch die Scheune ausbauen. Ja. Was sie die ganze Zeit schon angefangen haben zu sagen oder gefragt haben. Ja. Der Vater ist aber ziemlich, also ich bin Mischling, ich bin halb Amerikaner und der Vater ist die ganze Zeit gegen mich. Ah.
Achso, Frage, Zwischenfrage. Wohnst du denn da auch im Moment in dem Haus? Nein, ich bin Wochenende hier, weil ich wohne in Wiesbaden. Achso. Und, ja. Weißt du, so spontan würde ich sagen, die muss da raus. Die Mutter ist Alkoholikerin, die Verhältnisse sind sehr betoniert da. Das ist alles nicht gut für eine so erkrankte Seele. Sie müsste da ganz raus. Letztendlich hast du natürlich recht, sie muss in eine gute Betreuung. Das kann sie aber nur von sich aus initiieren. Sie ist eine erwachsene Frau, sie spürt den ungeheuren Leidensdruck. Das heißt, das müsste von ihr ausgehen. Du kannst natürlich weiter außer guten Ratschlägen geben, kannst du nichts. Genau. Oder irgendwann so ultimativ werden, dass du sagst, pass mal auf, ich liebe dich, aber du musst etwas unternehmen, so machst du uns beide kaputt. Genau, ja, das sage ich ja. Aber in dieser Hinsicht ist sie nicht erwachsen. Deswegen sage ich, sie ist nicht erwachsen. In dieser Hinsicht ist sie nicht erwachsen mit Ausziehen. Du stehst im Prinzip ganz hilflos da. Die Eltern unternehmen nichts. Du kannst von deiner Seite aus nur Rat geben oder deinen Wunsch äußern. Und mehr kannst du nicht machen und bist mitten in dem Desaster drin. Genau, und der Psychologe von ihr, der wollte auch nicht mit mir reden. Ich habe zu ihr gesagt, von wegen, dass sie ihm sagen soll, dass ich beim nächsten Mal mitgehen will, damit ich ihm mal die Problematik erklären kann. Weil sie sagt, ich würde ihr nicht zuhören, aber ich höre ihr zu, aber ich kann nicht weiter hinausgehen, weil ich dieses Ganze nicht gelernt habe. Mhm. Und er hat es gelernt und er weiß, was für Ratschläge er ihr geben kann, aber ich kann ihr keine Ratschläge mehr geben, weil ich mit meinem Alphabet am Ende bin. Meine Intuition sagt mir aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass sie da nicht in guten Händen ist. Ist sie nicht. Vor allen Dingen, wenn diese drei Selbsttötungsversuche, waren die im letzten Jahr oder liegen die weiter auseinander? Also das ist so quartalsmäßig so ungefähr. Alle halbe Jahr, alle drei Monate. Das heißt also, solange sie bei dem Psychologen ist, ist es dreimal passiert? Also zweimal, sagen wir. Zweimal, okay. Boris, also ich finde, dass du für dich auch irgendwann eine Grenze ziehen musst, wie lange du so in der Rolle bleiben möchtest, wie ich du jetzt bist. Machen. Du, ja, da musst du irgendwann den Schlussstrich ziehen, so hart das dann auch ist. Wie ist denn dein Gefühl noch für deine Freundin? Ich habe mit meinem Freund drüber geredet, dass ich jetzt am Mittwoch, ich glaube auch, der Auslöser war teilweise von mir aus ausgelöst, weil ich gesagt habe, ich habe sie angerufen und habe gesagt, Bettina, es geht nicht mehr, weil, keine Ahnung, erstens das mit dem Sex und dann zweitens mit den Eltern, das, die akzeptieren mich nicht und... Sag mal dein Gefühl. Liebe sie, aber unter diesen Voraussetzungen mit Geschlechtsverkehr, das nicht läuft und diese ganzen... Das heißt, wenn sich was gravierend ändern würde und von ihrer Seite auch die Initiative ausging, könntest du dir eine Zukunft vorstellen, aber unter den gegebenen Umständen nicht. Sie will es aber ja auch, aber sie findet keinen richtigen. Mhm. Sie findet keinen richtigen. Sie will ja auch nicht mehr so leben. Mhm. Sie will ja geholfen bekommen, aber sie findet nichts anderes. So, also von meiner Seite aus nochmal so an dich den Rat. Irgendwann musst du für dich entscheiden, ich kann es nicht mehr, dann muss ich gehen. Wenn es alles nicht mehr funktioniert, muss ich gehen, weil es dich mit runterzieht. Und du kannst dieser Frau so auch nicht helfen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich möchte dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, mehr so ein Infogespräch, dass sie dir noch so ein paar Ratschläge gibt, wie deine Freundin am besten da rauskommt, welche Art der Therapie ganz gut wäre, vielleicht auch welche psychosomatische Klinik, damit du einfach ein bisschen Futter in der Hand hast und ihr das nochmal hinlegen kannst. Genau. Sie muss es natürlich von sich aus dann entscheiden. Genau, logisch, ja. Gut, Boris, dann bitte ich dich aufzulegen und Simone, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Toi, 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 alles Gute wünsche ich dir. Jo, ich dir auch, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Morgen heißt unser Thema übrigens Eitelkeit und Ehrgeiz. Ich möchte sprechen mit Leuten, die sehr eitel sind. Aber wirklich, die hammerhart eitel sind, die vielleicht eine Mörderkohle ausgeben für Kosmetik, für Schönheitschirurgen und für Friseur und weiß ich was. Und Leute, die sehr ehrgeizig sind. Ehrgeiz hat ja auch immer sehr viel mit Eitelkeit zu tun, die gerne im Rampenlicht stehen wollen, die ganz nach oben kommen wollen, die für ihre Ziele beruflicher Art oder was immer sie als ihre Ziele ansehen, fast alles tun würden oder sogar alles tun würden. Also Ehrgeiz und Eitelkeit, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr. Entschuldigung, herzlich willkommen. Adrian, 28, guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Adrian. Hallo, Domian. Grüße dich. Um was geht's bei dir?
Und zwar, meine Frau hat sich vor 8 Wochen versucht, das Leben zu nehmen, auch mit Tabletten, weil sie erfahren hat, dass ich fremdgegangen bin, mit einem Mann auch noch. Ja, und damit ist sie einfach nicht klargekommen, weil ich mich auch trennen wollte von ihr. Willst du dich immer noch trennen von ihr? Nein, ich möchte auf jeden Fall zurück. Sie hat sich versucht, das Leben zu nehmen mit Tabletten. Ja, wie ist es dann Gott sei Dank ausgegangen, dass man sie gefunden hat? Ich habe sie gefunden, weil ich gesehen habe, dass die Tabletten nicht mehr da sind. Und dann ist es mir sofort aufgefallen. Und sie wurde immer müder. Und wo lag sie? Das war im Wohnzimmer. Ach so, und du warst in der Wohnung? Ja, ich mache nur Nachtschicht. Ich habe oben noch geschlafen. Und war das noch so rechtzeitig, dass man zu Hause noch was machen konnte oder musste sie ins Krankenhaus? Nee, ich habe sie sofort erstmal Panik, habe sie zu unserem Hausarzt gefahren, weil ich nicht wusste, wie viele genau Tabletten sie genommen hat. Ja, die Hausärztin hat dann sofort den Krankenwagen angerufen. Und dann hat man ihr den Magen ausgepumpt? Genau, oder sowas, war die eine Nacht auf der Intensivstation und direkt danach, nach dem einen Tag, in die Klinik. Und wie lange war sie in der Klinik? Sie ist immer noch in der Klinik. Ist sie immer noch in der Psychiatrie oder wo? Ja. Ach so. Das ist morgen genau 8 Wochen. 8 Wochen? Ja. Oh, das ist aber dann schon heftig, ne? Ja, es ist auch super heftig, weil ich habe auch am Anfang haben die Psychologen versucht, mit uns dreien, also meine Frau, ich und der Psychologe, Gespräche zu führen. Das hat auch die ersten 2 Gespräche geklappt. Nach dem 3. Gespräch habe ich dort gesagt, dass ich meine Frau liebe, sie wieder zurückhaben will. Nach dem Gespräch habe ich meine Frau was anderes erzählt, dass ich mir nicht sicher bin, dass ich mich doch vielleicht in einen Mann verliebe irgendwann mal und dass wir uns doch lieber trennen sollten. Also einmal Hü und einmal Hott. Also ja. Du sagst einmal so und einmal so. Genau. So, das hat sie natürlich wieder runtergezogen, hat sie den Psychologen auch erzählt. Da wollten die eine ganz andere Richtung von Therapie einschlagen, haben auch gesagt, dass sie mich lieber nicht sehen sollte. Wir haben nur telefonischen Kontakt. Seit fast einer Woche fahre ich wieder hin, aber ich erkenne sie gar nicht wieder. Warum? Sie ist abweisend, kühl, sie zeigt überhaupt keine Gefühle. Das ist aber auch nicht, wir haben einen Hund, den liebt sie abgöttisch. Auch zu ihnen und zu ihrer Mutter, ihrer Schwester. Steht sie unter starken Medikamenten? Kriegt sie, ja. Ja, jetzt, ich hoffe, dass es, ich habe auch mit Leuten dort gesprochen, die auch in der Klinik sind, dass es am Anfang auch so war, weil sie hat erstmal Antidepressiva gekriegt. Hat die sie haben denn auch gut geholfen. Ja. Sie hat aber noch Zwänge. Darauf wollte ich gerade hinaus, weil das wundert mich jetzt gerade, diesen sehr langen Aufenthalt im Krankenhaus oder in der Psychiatrie. Sie hat auch andere große Probleme noch. Ja, aber das ist eigentlich normal, weil sie war erst mal 4 Wochen in der geschlossenen. Nee, ich meine so davor, bevor das passiert ist, hatte sie große andere Probleme auch. Sie hat eine wirklich nicht schöne Kindheit gehabt. Und ich war eigentlich... Was war das? Und sie hat Zwänge und Panikattacken. Ja, das ist ja alles schon gravierend. Was war das Schlimmste in ihrer Kindheit? Der Vater. Was hat der Vater gemacht? Er hat die Mutter verprügelt, sie verprügelt. Das Schlimme ist, dass die Mutter irgendwann mal abgehauen ist. Sie konnte sie aber nicht mitnehmen. Und bis zum 18. Lebensjahr war sie praktisch noch bei ihrem Vater. Hat der Vater sie missbraucht? Nein. Nein. Nein, nur körperlich und seelisch, aber jetzt also sexuell, nein. Aber das heißt, die Frau hat schon schwere Zeiten hinter sich. Ja, so ziemlich viel durchgemacht. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind 10 Jahre. 10 Jahre schon? 10 Jahre, 10 Jahre. Zusammen. Und wie alt ist sie? Sie wird jetzt, mein Gott, 31. 31. So, jetzt erzähl mir mal deine Geschichte da mit dem Fremdgehen. War das erste Mal, dass du fremdgegangen bist in den 10 Jahren? Ja. Das glaube ich dir nicht. Doch. Das war gerade so ein leicht verhakeltes Jahr. Nein, das war das erste Mal. Hand aufs Herz unter uns beiden? Hand aufs Herz. Okay. Das erste Mal. Und dann? Und dann gleich mit einem Typ? Ja. Hattest du früher schon mal Kontakt mit Männern? Ich habe
Das habe ich aber auch erzählt. Einmal ist was passiert, das war ein Kollege von, gute Freunde von uns, auch ein Pärchen. Und mit dem, ja, der hat mir einmal, hatten wir einmal Oralsex. Also doch schon zweimal fremdgegangen, sind wir schon ja, bei zweimal. Ja, das, insgesamt sind es dreimal. Ach so, gerade war es dann was. Waren es dreimal, aber jetzt... Alle dreimal mit Männern? Mit drei Männern? Also dreimal mit Männern? Ja. Ja. Aber einmal mit diesem guten Freund von uns. Ja. Und zweimal dann mit demselben. Wo hast du diesen Mann kennengelernt? Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist schwul. Ja. Sind wir durch die Bars gezogen. Hm. Und irgendwann mal ist es passiert. Zwischen dir und dem Arbeitskollegen? Nein. Nee, mit jemand Fremden? Mit jemandem, den ich dort kennengelernt habe in der Bar. Und mit dem ist es aber nur einmal passiert, oder zweimal? Zweimal. Zweimal. Hast du dich in den Mann verliebt? Nein. Hast du mit dem Mann noch Kontakt? Nein. Nee. Habe ich nicht. Mhm. Wie hat sich denn die Sexualität zwischen dir und deiner Freundin so vor ihrem Selbsttötungsversuch dargestellt? Ja, das ist, ich weiß nicht, woran es lag. Sie hat, wie gesagt, die Probleme mit ihren Zwängen und mit den Panikattacken. Es wurde immer weniger. Das heißt, du warst da eher unzufrieden? Ja. Mhm. Wenn du dann so mit, wenn es dann dennoch zum Sex kam, warst du damit voller Leidenschaft noch dabei? Ich meine, 10 Jahre sind 10 Jahre. Ja, doch, doch. Aber es war so selten, dass ich immer versucht habe. Vielleicht ist es auch mein Fehler gewesen, weil ich sie auch immer dazu gedrängt habe. Mhm. Weil es hat dann, wenn wir einen Monat keinen Sex hatten, dann war ich dann natürlich jeden Tag dran. Mhm. So, jetzt. Und was ist das denn mit den Männern? Hast du ja schon länger an dir beobachtet, dass du so Fantasien hast? Nicht wirklich. Ich denke mir jetzt, dass es einfach nur Druck ablassen war. Aber dann hättest du dir auch eine Frau suchen können. Ja, aber ich kannte ja die Szene durch ihn. Mhm. Und ich wusste, dass es dort viel einfacher ist. Und du meinst, es ist vielleicht ein bisschen weniger Fremdgehen mit einem Typ als mit einer Frau? Habe ich mir echt gedacht. Wirklich. Kann sein, dass man sich das so zurechtbiegt, ja. Jetzt denke ich das auch, weil ich auch, wo ich es meiner Frau erzählt habe, habe ich ihr auch gesagt, war doch nur ein Mann und keine Frau. Ja gut, aber das ist natürlich blöd, das dem Partner zu sagen. Das ist für eine Frau vielleicht noch schlimmer, weil das eine Welt ist, die kann sie gar nicht begreifen, wenn zwei Typen zusammen sind. Mittlerweile denke ich auch so durch. So, warum hast du in dieser Therapiesitzung mit dem Psychologen einmal so gesagt und hinterher dann wieder deine Freundin anders gesagt? Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir heute auch... Wie, ich weiß es nicht? Um es rückgängig zu machen. Aber ich war ja auch damals, da habe ich ein paar neue Arbeitskollegen kennengelernt. Keiner von denen verheiratet. Alle Singles, die sind zweimal im Jahr alleine zusammen in den Urlaub geflogen und jedes Wochenende Party. Und das fand ich, wo es bei uns eh schon, wie gesagt, so eingeschlafen ist vorher, fand ich einfach geil. Mhm. Wollte ich einfach dazugehören. Es kann ja auch sein, ich meine... 10 Jahre ist sehr lange in dem Alter. Du hast sie mit 18 kennengelernt. Ja, kennengelernt habe ich sie schon früher. Wir haben uns eigentlich auf dem Spielplatz kennengelernt. Okay, aber mit 18 in die Beziehung gegangen. Da ist natürlich eine irre lange Zeit, wo viele, viele, viele Leute sich die Hörner abstoßen, sehr viel Erfahrung sammeln, dieses und jenes machen. Richtig. Und du bist in einer festen Beziehung und bist dann auch noch unzufrieden in der Beziehung und dann auch sexuell unzufrieden, dann ist natürlich klar, dass da ein Unmut aufkommt. Sie ist jetzt, sagst du, relativ abweisend zu dir. Ja. Hat sie irgendetwas gesagt über die Zukunft eurer Beziehung? Mal so, mal so. Mhm. Also es ist, sie sagt zum Beispiel, dass sie nicht mehr in unsere Wohnung zurückkehren möchte. Oh. Dass wir umziehen sollen. Wir? Aber also sie will mit dir umziehen? Einerseits ja. Genauso wie sie mir, ich habe sie gestern, am Sonntag haben wir uns gesehen, da habe ich gesagt, Schatz, soll ich am Samstag jetzt, den kommenden Samstag, mit der Zeitung in die Klinik kommen? Da können wir uns gemeinsam Wohnungen raussuchen, die ich dann anrufe. Hat sie gesagt, können wir machen. Heute habe ich sie am Telefon gefragt, wie sie jetzt darüber nachdenkt, ob wir zusammenbleiben, dann sagt sie, ich weiß es nicht. Und ich bin fix und fertig. Ich laufe nur noch rum, weil wir den Hund haben. Sonst würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, was ich machen würde, weil ich sie auf jeden Fall zurückhaben will.
Ja, das wollte ich ja fragen. Du willst es auf jeden Fall, du willst sie als Freundin und Partnerin wieder haben. Ja, sicher. Vielleicht will sie dich gar nicht wieder haben. Vielleicht ist es bei ihr ja auch erloschen. Oder was heißt auch? Vielleicht ist es bei ihr erloschen. Ja. Und es bedurfte nur dieser Erschütterung, dass ihr das klar wurde. Denke ich mir auch, aber wiederum würde sie mich dann gar nicht wiedersehen wollen. Sie wird hin und her gerissen sein. Wir sehen uns ja jetzt. Besteht denn die Möglichkeit, dass du wieder mit eingegliedert wirst in diese Gespräche mit dem Psychologen? Morgen, Gott sei Dank, ich habe sie erstmal gefragt, ob ich den Psychologen anrufen kann, weil ich mich auch bei ihm entschuldigen wollte und auch bei ihr. Mhm. Und das hat sie dem Psychologen gesagt. Er hat gesagt, am Telefon auf keinen Fall. Wenn meine Frau das möchte, können wir uns nochmal treffen. Ja, ich finde. Ich aber ganz genau überlegen. Das hat sie auch gemacht. Ich habe gleich um 12.30 Uhr einen Termin. Aber dann bist du alleine bei ihm. Nee, meine Frau ist dabei. Ach so, die ist dabei. Ja, das finde ich schon mal gut. Das finde ich gut. Das finde ich einen absolut guten Weg. Sie ist da ja nun wirklich sehr professionell betreut. Jetzt finde ich, was kannst du jetzt, wie kannst du dich jetzt verhalten? Ich finde, du musst jetzt komplett Rücksicht nehmen auf sie. Sie ist sehr krank. Sie ist seelisch erkrankt im Moment. Richtig. So. Wer weiß, was da alles jetzt aufgebrochen ist bei ihr. Im Prinzip bleibt dir gar nichts anderes übrig, als zuzuhören, ihr zu sagen, dass du sie liebst, dass du gerne mit ihr zusammen sein möchtest, aber keinerlei Druck auszuüben. Ja. Keinerlei Forderungen zu stellen. Wenn sie eventuell sagt, ich fände es gut, wenn wir getrennte Wohnungen nehmen und uns vielleicht ein bisschen distanzieren, musst du es machen. Auch wenn es dir schwerfällt. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als sich jetzt komplett auf sie einzustellen. Finde ich. Ja. Gar nichts. Fällt mir aber super schwer. Ja, aber da musst du dich jetzt am Riemen reißen. Also das ich rufe sie auch 10-mal am Tag an. Ja, vielleicht ist das auch zu viel. Das ist alles vielleicht auch überfrachtet. Sie sagt mir das aber auch. Wenn sie dann keine Lust mehr hat, dann sagt sie auch, du, jetzt nicht. Entweder ist sie da mit irgendwelchen Leuten dann unterwegs, weil jetzt ist sie in der Offenen. Jetzt kann sie ganz normal raus. Das ist jetzt wirklich ein ganz sensibles Ding, was da jetzt vor dir liegt, diese ganze Geschichte. Da musst du äußerst vorsichtig und mit Bedacht rangehen. Und deine Gier, die du jetzt hast, oder deinen Willen, den du durchsetzen willst, der spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ja. Morgen finde ich eine gute Sache, wenn ihr zusammen mit dem Psychologen redet. Da musst du halt auch die Wahrheit ertragen können. Wer weiß, was deine Freundin sagt. Ja. Und versucht diesen Weg weiterzugehen, wenn das möglich ist, dass ihr zu dritt erstmal weiter klärt, was mit euch los ist. Und nimm dich zurück, Adrian. Das ist sehr wichtig jetzt. Ja, ich habe auch versucht, selbst einen Therapieplatz zu bekommen in Düsseldorf. Ja. Aber es sind 15 Wochen Wartezeit. Ja, das ist immer sehr lange. Das ist. So, in diesem Sinne würde ich jetzt an die Sache rangehen und morgen hast du den Termin. Und dazu wünsche ich ja wirklich viel Glück und hoffentlich biegt es sich dann oder gibt es sich doch wieder für euch beide. Ja, ich hoffe. Alles Gute, Adrian. Dürfte ich vielleicht nochmal mit deiner Psychologin sprechen? Ja, sehr gerne, wenn du es möchtest, natürlich. Da rufen wir dich auch gleich nochmal zurück. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Lena ist hier. Lena ist 25. Hallo, Lena. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Lena? Ja, ich versuche das mal irgendwie kurz zu halten. Also es geht darum, dass ich seit von Baby an eigentlich sehr schlecht sehe, was im Normalfall eigentlich hieß, rechtes Auge blind und links noch so um die 30%. Also es war noch so gut, dass ich alles normal managen konnte. Ich habe auch mein Abitur gemacht und jetzt seit 3 Monaten ist das massiv schlechter geworden. War auch schon bei einigen Ärzten, man weiß noch nicht, woran es liegt. Das ist inzwischen so, dass ich nicht mehr lesen kann und nichts. Und ab Oktober jetzt eigentlich studieren wollte und das jetzt auch irgendwie so in Frage steht. Also es ist eine angeborene Geschichte, das Ganze. Richtig. Mhm. Und man weiß nicht letztendlich, was das für Ursachen sind und man kann nichts therapeutisch machen. Also sagen wir mal so, das, was mir normal gefehlt hat im Normalzustand, da bin ich in Behandlung und das hat auch immer sehr gut funktioniert, aber diese Verschlechterung, die da jetzt eben seit etwa 3 Monaten ist, da weiß jetzt irgendwie keiner. Kann sich keiner erklären. Wie viel siehst du denn im Moment noch? Kannst du mich im Fernsehen sehen, wenn du Fernsehen gucken solltest? Ja, schon, aber ich merke halt einfach, dass ich viel weniger Details erkenne, dass es teilweise auch so schlecht ist, dass wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dass ich teilweise nicht mal sehe, ob die Ampel jetzt rot oder grün ist. Ja, ja. Das geht dann nur noch, weil ich mich halt hier in meiner Umgebung auskenne. Und da helfen auch keine dicken Brillengläser?
Nee. Also es geht eigentlich darum, dass mich das halt irgendwo psychisch ziemlich belastet. Mhm. Meistens komme ich damit sehr gut zurecht, aber manchmal halt dann irgendwie auch wieder nicht so. Und da kommt dann in Klammern mein Ex ins Spiel, von dem ich jetzt 2 Monate getrennt bin. Mhm. Und aber eigentlich noch fast täglich Kontakt, weil, sagen wir mal, er momentan derjenige ist, der mich, nennen wir es mal, irgendwie ablenkt oder wo ich es halt irgendwie schaffe, das Ganze gerade irgendwie so zu verdauen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich mir dann irgendwie denke, vielleicht wäre es klüger, mal endlich irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, weil ich doch dann auch merke, dass das gefühlstechnisch irgendwie für mich am Mist ist. Ja, bevor ich da eine Frage zu stelle, nochmal kurz zu der Erkrankung. Mhm. Da steckt natürlich die Angst hinter, dass du ganz blind wirst. Ja, richtig. Ja. Und das hat mir mein Optiker, ich habe jetzt eine neue Brille gekriegt, weil sie am Anfang gedacht haben, das wäre bloß eine Sache der Dioptrien, weil das nicht mehr so gestimmt hat. Mhm. Hatte er dann auch gemeint, also er hat die Sorge, so drastisch wie das sich jetzt eben in der letzten Zeit entwickelt hat, dass das auch eben sein kann, dass ich blind werde. Ja. So, jetzt nochmal zu dem Ex. Der Ex ist Ex. Der Ex ist Ex. Seit wann schon Ex? Seit 2 Monaten. Und wie lange wart ihr vorher? 3 Jahre. 3 Jahre. Warum auseinandergegangen? Sagen wir mal so, unterschiedliche Beziehungsvorstellungen. Also ich bin ja jetzt nur 25 und habe vielleicht irgendwann mal den Wunsch nach Familie oder dergleichen. Und er hat halt diesbezüglich schon eine recht unangenehme Vergangenheit mit Ex-Frau. Und ach so, ist er älter als du? Ja. Wie viel älter? 12 Jahre. 12 Jahre. Und das heißt, er hat ja gar nicht so Bock drauf, auf Familie gründen, Kinder und sowas. Ja, also das Fazit darauf ist, dass er mir klipp und klar gesagt hat, dass das für ihn nicht mehr in Frage kommt. Und als ich dann zwischendurch auch mal gehört habe, ja, wie es denn jetzt mit Zusammenziehen oder sowas aussieht, war das eigentlich auch immer klar, dass das nichts wird. Ach so, hast du dich dann von ihm getrennt? Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen beidseitig, weil irgendwie wurde ich dann doch unglücklich und das ist halt dann so hochgekocht und dann war halt irgendwie mal so eine Situation und da ist es halt dann passiert, irgendwie war eigentlich recht spontan. Mhm. Aber du trauerst ihm schon noch nach? Hättest ihn gerne noch? Ja, da bin ich eben irgendwie so zwiegespalten, weil ich mir jetzt auch gerade nicht sicher bin, will ich ihn jetzt auch einfach, weil es mir halt ansonsten irgendwie so schlecht geht und ich halt in seiner Gegenwart spüre, dass es mir dann irgendwie einfach besser geht. Wie verhält er sich denn? Begibt er sich gerne in deine Nähe? Beschäftigt er sich gerne mit dir? Oder hast du den Eindruck, dass er das so ein bisschen aus Mitleid jetzt auch tut? Nee, das ganz und gar nicht. Also er hat schon irgendwie gesagt auch, dass er meine Nähe sehr genießt und dergleichen, ja. Aber es ist halt auch klar, wir hatten dann mal so einen Moment, da ist es dann doch mal wieder passiert, trotz Ex, ja. Wo er dann meinte, naja, dann nicht vielleicht irgendwie doch nochmal. Und das hat mir halt dann wieder zu denken gegeben, aber jetzt hat man die letzten Tage wieder das ein oder andere Gespräch und da kam dann eigentlich wieder ganz klar raus, dass er halt dann auch gesagt hat, also dass das schon endgültig war, ja. Schätzt du ihn als loyalen Menschen? Inwiefern loyal? Generell, ist es ein guter Typ so vom Kern her? Wie würde ich das sagen? Also er ist auf jeden Fall für mich da und er hört mir auch zu. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass er auch ziemlich egoistisch ist, um es mal so auszudrücken. Nein, ich frage es deshalb. Ich meine, in der Regel sind das immer so schöne Sprüche mit der Freundschaft. Aber ich frage es mal in diesem Fall, wäre das denkbar für dich, dass du mit ihm diese Beziehung umwandelst in einen soliden, guten Freundschaftskontakt? Könntest du das ertragen dann auch, dass er eine andere Freundin hat? Ja, das ist es eben. Das habe ich ihm letztens gegenüber irgendwie auch gesagt, dass ich momentan für mich irgendwie noch spüre, dass mich das gerade noch wahnsinnig machen würde. Also dieser Gedanke, dass er da vielleicht irgendwie mit einer anderen oder so. Ich kann das so gut verstehen. Vor allen Dingen, dass du jetzt, wo du jetzt so angeschlagen bist und die Angst im Nacken sitzen hast wegen der Erkrankung, dass man da natürlich sowas Vertrautes sucht, wo man dann auch Trost findet und Ablenkung. Andererseits ist es ja auch fatal, denn diese Geschichte könnte dich ja auch noch mehr runterziehen und dich auch noch trauriger stimmen. Ja, genau. Und deswegen weiß ich gerade nicht so recht, was ich machen soll. Also das ist schon... Ja. Hast du sonst keine beste Freundin oder Freunde? Sagen wir mal so, er war halt, also die Zeit, wo wir zusammen waren, war das halt eigentlich sehr intensiv und er war eigentlich so mein Hauptbezugspunkt irgendwie. Ich habe zwar schon noch Freundinnen,
Aber mit denen spreche ich darüber nicht. Immer fatal. Man sollte nie seine ganze Konzentration auf eine Beziehung lenken. Man muss immer seine guten Freunde pflegen und suchen nebenher. Ja, letztendlich bleiben die Freunde länger als die Beziehungen. Das ist so eine alte Weisheit. Das habe ich jetzt auch gelernt, aber es war halt so mein erster richtiger fester Freund. Ah, ja. Da war man halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen blauäugig. Ja. Also ich glaube, Lena, so von dem ersten Eindruck her, von was du erzählt hast, würde ich dann auch fast sagen, eher vielleicht doch auf Abstand gehen. Damit du dich da nicht auch noch drin verzettelst in dieser ganzen Sache. Jetzt verzettel ich mich gleich mit der Zeit. Unsere Sendung ist vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal bitte auf. Ich wurde eigentlich schon angerufen. Ja, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. In der Technik, Volker Thake. Morgen heißt unser Thema Eitelkeit und Ehrgeiz. 1 Uhr Radio 1 Live. WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.